Und dann Moinsen zum nächsten Stadionvlog in kürzester Zeit. Wir haben die englische Woche am Start. Dienstagabend 20:30 Uhr. Es geht nach Hoffenheim für den VfB, für die ganzen Fans und auch für mich. Ich habe extrem Bock. Ich habe extrem Bock und das auch erstmal das Ergebnis an den Rand geschoben, weil die Stimmung wird krank. Letztes Jahr in Hoffenheim war schon richtig geil. Da gab es ein paar Einschränkungen, Corona-Einschränkungen. Trotzdem waren da 5000 VfB-Fans da. Da war so ein halbes Stimmungs-Comeback. Also nicht alle Ultras waren da. Das ist diesmal auch wieder anders. Wir haben, glaube ich, wirklich neben dem Auswärtsblock, der ausverkauft ist, nochmal 3 neutrale Blöcke komplett ausverkauft. Also ich gehe davon aus, dass die hauptsächlich VfB-Fans sind. Natürlich gibt es auch vereinzelt Hoffenheim-Fans da drin mit Sicherheit. Aber hauptsächlich VfB. Das heißt, diese 5000er-Marke könnte man schon erreichen heute. Hoffenheim steht ja wohl bei so 20.000 im Verkauf. Das heißt, wir haben da wirklich, ja, 5.000, Hoffenheim hat 15.000 so grob. Das ist eine krasse Verteilung. Es wird ein Heimspiel in Hoffenheim. Hoffentlich, und da kommt wieder das Ergebnis dann ins Spiel, können wir es eben auch auf die Jungs übertragen. Den Funken, so wie es so schön heißt, überspringen lassen auf die Mannschaft. Weil, wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir in Leipzig irgendwas holen am Freitag. Das heißt, heute ist die letzte Chance in dieser Woche, in den ersten 3 Spielen eben auf Labbadia, ja, zu punkten. Da heute ist ein Punkt drin, heute sind auch 3 Punkte drin. Was für mich nicht drin ist, Niederlage. Du darfst hier nicht verlieren, Hoffenheim. Das darf nicht passieren. Mit einem Punkt könnte ich mich irgendwo zufrieden geben, natürlich je nach Spielverlauf. Aber hier ist auch ein Sieg drin. Also es wird ein offenes Spiel. Ich habe ein gutes Gefühl. Wir gehen ab nach Hoffenheim. Und Nummer 1, die Stimmung wird geil. Und alles andere, hoffen wir, dass es genauso gut wird. So gerettet, Bruder. Stark, Dinos! Weiter geht's! Ja!
Der ist giftig, der Mann, der ist giftig! Währenddessen 4-0 für Wolfsburg. Das sieht man gar nicht entspannt. Scheiße, scheiße, Dietmar. Scheiß Dietmar. 1893, ey! Ey! 1893, ey! Ey! 1893, ey! Ey! 1893, ey! Mikrofon am Schieben und würde gerne wissen, was abgeht. Wenn der wirklich gelb-rot für euch Torjubel gegeben hat, dann flippe ich auch komplett aus. Ja, war das was? Ja. Ich dachte zuerst Anton, aber ich schlug Armada raus. Was zum Fick? Wer hat denn gerade rot gesehen für ein Torjubel? Wer? Das muss was anderes sein. Es muss das anders sein. So, Freunde, jetzt haben wir Überzahl. Auf geht's! Angriff noch, komm, pfeif nicht ab. So eine Scheiße! Hätten sie den Sieg verdient gehabt. Leute. Das ist unfassbar. Dieser Verein ist nur Drama pur. VfB Stuttgart! VfB Stuttgart! VfB Stuttgart! VfB Stuttgart! Ja, mit dem VfB auswärts zu reisen, ist halt einfach vom einen Bruch in den nächsten Bruch, mal mit näherem Ziel, mal mit weiterer Entfernung zum Auswärtsspiel. Ja, mir geht einiges durch den Kopf, können wir länger werden. Ich finde, gerade auch deswegen habe ich euch die Timestamps immer drin mit Intro, Stadionvlog-Teil und Outro oder Fazit. Also kann jeder das gucken, auf was er Bock hat. Oder auch natürlich auch das skippen, worauf er keinen Bock hat. Das ist ja auch das in der Sache. Das Ding ist halt, es hätte wirklich perfekt sein können. Es hätte eine perfekte Auswärtsreise werden können.
Hinreise, alles entspannt mit der Bahn, auch wirklich sehr billig fast mit hier Baden-Württemberg tarifmäßig, alles entspannt, Stunde vor Beginn, schön mit der roten Wurst im Block gestanden, alles top. Auf dem Rückblick war auch sehr entspannt, wurde mitgenommen von Kollegen, von dem Kollegen quasi, haben uns ein bisschen den Bahnstress erspart, das hätte wirklich mehr oder minder direkt mit dem Abpfiff losrennen müssen in Richtung Bahn, so war es auch entspannt, wir kamen noch entspannt nach Hause, bin jetzt auch hier gerade um 1:30 oder kurz vor 1:30, alles okay. Spiel ja sowieso, mal Spiel weg, die Stimmung, wie schon vorm Spiel zu erwarten war, es war ein Heimspiel in Hoffenheim. Du läufst da rein, siehst bei Hoffenheim im Block ein paar Leute, siehst da und da ein paar Lücken natürlich auch, weil nicht ausverkauft, ich glaube 23.000 waren es von 30.000 und siehst halt, dein Block ist ausverkauft, guckst nach rechts und diese gesamte Gerade nach rechts, diese 3-4 Blöcke da, sind komplett VfB. Es war krank. Es werden auf 100% mehr als diese 5.000 sein, die letztes Jahr da waren. Wahrscheinlich so 6, ob 7 sind, weiß ich nicht. Mal gucken, wie viel die Zahlen dann genau sagen am Ende. Krank eingenommen. Stimmung war unfassbar, weil halt auch, wir sind recht weit oben gewesen im Sitzbereich wieder. Und da bist du halt quasi direkt unter der Decke. Das heißt, der Ton bleibt da drin. Eine unfassbare Stimmung. Gerade nach den Toren, diese Explosionen nach den Toren, das habe ich lange nicht mehr erlebt, sowas. Pyro und so weiter. Stimmungsmäßig unfassbar. Unfassbares Heimspiel dort. Geisteskrank gewesen, komm ein bisschen aufs Sportliche. Erste Halbzeit war langweiliger Scheißkick, muss man so sagen. Langweiliger Kackkick, lagen gefühlt mehr Leute auf dem Boden rum, als es halt irgendwie Torschüsse gab auf beiden Seiten zusammengerechnet. Hoffenheim macht halt das Tor, weil wir da defensiv desolat stehen. Das ist ja unfassbar. Der steht da mit 3 Meter Radius frei vor der Hütte, 5 Meter vom Tor. Also geisteskrank. Unsere Hütte auch ein bisschen erkämpft, hatten 1-2 kleinere Chancen davor und dann schön durchgesteckt, der Ballclub Armada war es. Und dann Gerassi, der Typ ist so geil. Ich hoffe so sehr, dass wir diese 9 Millionen haben im Sommer, um ihn zu halten, weil der Kollege ist halt eiskalt. Hundeschnauze. Eiskalt, der Kollege kriegt einen Ball und haut ihn rein. Ähnlich wie gegen Hertha, war ähnliches Ding. Kurz vom Tor, da haut ihn halt mal kurz rechts oben rein, unhaltbar, fertig. Grandioser Typ, gehen in die Halbzeit rein mit guter Stimmung, guter Fanlaune und alles. Zweite Halbzeit, wie gegen Mainz, war die bessere Halbzeit von uns. Die zweite Halbzeit liegt uns eher als die erste bisher. Ich ging es noch nicht hin, in beiden Halbzeiten gleich gut zu spielen. Das gilt es natürlich zu entwickeln, ist auch ganz klar. Sind da auf jeden Fall deutlich mehr am Drücker als Hoffenheim. Ohne jetzt die 100%igen zu haben, ist auch klar. Wir werden einfach Feldüberlegenheiten, mehr Chancen und so weiter. Und dann fällt dieses 2-1. Und diese Explosion wieder, das war unfassbar, unfassbare Stimmung, auch wieder schön rausgespielt, ich glaube Armada auch mit der zweiten Vorlage und dann ist 2:1 Endo auch wieder eine schöne Hütte von hinten, traumhaft, gab so ein paar Szenen, glaub Perea war es, der vielleicht hätte einen Elfer bekommen können, war aber wahrscheinlich ein bisschen wenig, was ich erst danach auf Twitter so ein bisschen gesehen habe, hatte ja Zeit nach dem Abpfiff im Auto ein bisschen was durchzugucken, gab es auch so eine Szene mit irgendwie Ellenbogen oder sowas, irgendwo, habe ich glaube auch mit drin gehabt, dort zumindest irgendwie gefilmt, hätte es vielleicht auch Elfmeter geben können, aber schwer zu bewerten, jetzt hat man keine Zusammenfassung gesehen und nichts, ne? Schwer zu bewerten, sowas. Was ich bewerten kann, da auch mehr oder minder nur die zweite davon, ist halt die gelb-rote Karte von Hamada. Die erste habe ich gar nicht mitbekommen eigentlich, kriegt er für Meckern scheinbar, laut dem Ticker und alles, kriegt er das für Meckern und 5 Minuten später kriegt er gelb-rot wegen Jubeln mit den Fans im Block. Habe ich auch danach erst ein bisschen was auf The Zone gesehen oder irgendwo in der Zusammenfassung ein bisschen was gesehen gehabt. Ja, da springt jetzt so ein Fans halt oben rein. Ja, wäre mir jetzt gar nicht im Kopf. Wahrscheinlich geht es in diese Richtung von Trikot ausziehen ist gelb, dann ist sowas auch gelb. Regelkonform irgendwie sicherlich. Gleichermaßen, das wird kein Spieler der Welt da im Kopf haben in der kurzen Ekstasephase. Hat das auch kein Spieler im Kopf. Und zweitens, ein Spieler wegen Meckern und wegen Jubeln mit den Fans innerhalb von 5 Minuten vom Platz zu stellen, ist ja wirklich auch das komplette Gegenteil von Fingerspitzengefühl als Schiri. Also komplettes Gegenteil. Finde ich komplett überzogen so. Gelb-Rot, da muss für mich, mehr passieren als Meckern und Jubeln. Also was ist, wenn du irgendwie mehr zählst, der ist wegen Meckern und Jubeln, ist er mit Rot vom Platz. Also was ist denn das? Also das ist mal ohne Witz. Also ganz, ganz großer Schwachsinn, wirklich komplett übertrieben, überzogen, aber wahrscheinlich doch irgendwo regelkonform. Dann rennst du halt mit 10 gegen 11 Mann an, habe ich eigentlich so auf dem Platz gar nicht groß gemerkt. Ich muss auch sagen, vielleicht habe ich es auch mental für mich gejinxt, das Spiel, aber ich hatte wirklich auch ein Gefühl, hier passiert nichts mehr. Das ist es.
diese Stimmung ist krank, dieser Tag ist krank, wir führen hier 2-1, lass die noch anrennen ihre paar Minütchen da, kriegt man irgendwie rausgeblockt, wir holen hier diesen ersten Auswärtssieg seit über einem Jahr und den ersten Auswärtssieg 2023 und unter Labbadia. Ich war mir zu 100% sicher, hier passiert gar nichts mehr. Kloppt eure Bälle rein, macht ein bisschen Druck, Hoffenheim ist klar, 10 gegen 11, macht das, hier passiert nichts. Und dann wird es halt doch in Minute 90 plus 4 wieder davon abgeholt, von welchem Club du halt Fan bist. So. Dieser Club ist einfach nur ein Bruch. Einfach nur ein Bruch. Du kassierst ein Tor von Kramaric, individuell geile Hütte. Und dieses Tor hast du ja wirklich, glaube ich, 1:1 so auch letztes Jahr in Hoffenheim bekommen. Eins der beiden Hütten war es, haben wir ja kurz vor Schluss beide Hütten noch kassiert. Diesmal war es wenigstens ein Punkt, damals war es ja der komplette Bruch dann kurz vor Schluss noch. Aber es war das 1:1 gleiche Tor, von rechts reingezogen, Ball auf links gelegt, lange Ecke, Traumtor. So ist auch eins der beiden auf jeden Fall gefallen. Ich weiß nicht, ob es 1:1 war, es 2:1 war letzte Saison, aber das Tor ist 1:1 so gefallen. Du kriegst so genau das Ding nochmal, 94. Danach war recht schnell Abpfiff. Ja, und dann stehst du im Block und denkst dir, ja, hätte alles geil sein können. Ich habe mir schon ausgemalt, wie ich dann hier auf der Rückfahrt ein bisschen Gas gebe, Bock habe, mich freue, die Videos nochmal angucke, Videos aussortiere, quasi auf dem, von der Bahn hier nach Hause vor mich hinhüpfe, voller Freude, dass wir endlich den ersten Auswärtssieg geholt haben, hier mich ans Video machen, richtig Bock darauf habe. Habe ich auch, also ich habe es noch nicht geschnitten, ne? Kommt ja noch vor dem Schnitt, was ich hier aufnehme. Habe auch Bock darauf. Aber es ist halt so ein großes was wäre, wenn. Es wäre wirklich eine traumhafte Auswärtsreise geworden. Und dazu noch, klar, ein Punkt ist besser als nichts. Ne? Fühlt sich natürlich an wie eine Niederlage, aber ein Punkt ist mehr als nichts. Aber wenn du halt währenddessen auch guckst, dass Schalke 1:6 verliert gegen Leipzig. Hertha verliert zu Hause 0:5 war es, glaube ich, gegen Wolfsburg. Da wären halt 3 statt nur ein Punkt echt ein geiler Schritt gewesen. So hast du gegen Mainz jetzt ein Spiel gehabt, wo du ein bisschen mehr Glück vielleicht den Sieg holst. Da finde ich es aber unentschieden noch okayer. Heute kann man statistisch auch sagen, erste und zweite Halbzeit, dies, das, kann man schon als neutraler Fan auch sagen, 2:2 ist irgendwo in Ordnung vielleicht, aber aus der Fanperspektive, aus dem Block, mit dem Spiel, Last-Minute-Gegentor, da war nichts anderes drin als 3 Punkte in diesem Spiel. Das ist für mich aus Fanempfinden unverdienter Punkt und tut einfach nur weh. Und jetzt fährst du eben nach Leipzig am Freitagabend, lässt dich da normalerweise auch auseinanderschrauben oder verlierst du auf jeden Fall. Und so wäre halt echt mehr drin gewesen. Der Sieg wäre wunderschön gewesen. Auch sehr geil gewesen, wie viele ich von euch getroffen habe in Hoffenheim. Sehr geile Nummer, so ein bisschen irgendwelche AFM-Fangesänge wurden hinter mir angestimmt, 1-2 Reihen hinter mir. Grandios, Jungs, einfach geil. Siehst du auch, wie viele VfB-Fans da auch hingefahren sind. Muss ich auch nochmal sagen, ein gesamtes Kalenderjahr holst du keinen Auswärtssieg. Ein gesamtes Kalenderjahr. Und dann fahren wir trotzdem an den Dienstagabend nach Hoffenheim. Klar, Zahlen wissen wir noch nicht, aber 6.000 bis 7.000 VfB-Fans machen dann Heimspiel draus. Geisteskranke Stimmung gesagt und das so ein bisschen das Fazit, es hätte der perfekte Tag werden können, die perfekte Auswärtsreise werden können, Stimmung war grandios und dann halt nochmal der komplette Bruch am Ende, es tut weh, es tut immer noch weh, aber wir müssen damit leben, zweite Halbzeit hat schon deutliche Besserungen gezeigt, hoffentlich geht es so weiter, in Leipzig male ich mir nicht so allzu viel aus, dann ist halt wirklich im nächsten Heimspiel dann, gut, da kommt natürlich noch Paderborn davor im Pokal, ist auch klar, aber im nächsten Bundesliga-Heimspiel, um die es ja hauptsächlich geht, ist ja dann extrem wichtig, gegen Bremen zu gewinnen. Ne? Du setzt dich halt durch so eine Scheiße, setzt du dich halt, wie auch in der Vergangenheit, nur noch mehr unter Druck, dass du halt das nächste Spiel gewinnen musst. Und scheiße, wenn wir jetzt auch wieder nur einen Punkt holen, dann müssen wir aber das nächste Spiel gewinnen. Setzt dich nur immer weiter unter Druck. Heute 2-1 gewinnen und die Welt wäre wunderschön. Ist nicht passiert, ist schade. Ich glaube, der Vlogs war trotzdem sehr, sehr geil. Stimmung war brutal. Hoffentlich hat euch Spaß gemacht anzuschauen. Bedanke mich hier fürs Zuschauen. Bedanke mich auch für die 6.000 Abonnenten. Die haben auch quasi schon vorm Hochladen vom Vlog irgendwie auf dem Rückweg von Hoffenheim schon geknackt. Vielen Dank dafür. Auch alle, die noch nicht das Abo dagelassen haben, neu sind hier auf dem Kanal, gerne das kostenlose Abo dalassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.